Die Vorfreude ist riesig. Gemeinsam mit Nachbarn, Handwerkern sowie Vertretern des Bezirksverbandes Oldenburg, Mitarbeitenden des Waisenstifts Varel und Kooperationspartnern feierten die 6 Kinder der stationären Wohngruppe Winkelsheide-Borgstede am Freitagnachmittag das Richtfest für ihr zukünftiges Wohnhaus. Seit den Herbstferien laufen die Arbeiten des Neubaus am Dotzhörner Weg. Der Neubau ist notwendig, weil das bisherige Haus der Wohngruppe zu alt ist und eine Sanierung keinen Sinn gemacht hätte, sagte Frank Diekhoff, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Oldenburg. Der Umzug ist für den August nächsten Jahres geplant. Das rund 260 Quadratmeter große Haus bietet dann neben den Einzelzimmern für die betreuten Kinder, Gruppenräume und Badezimmer auch die Möglichkeit, dass Eltern der Betreuten übernachten können. Das war im alten Haus aus Platzgründen nicht möglich.